hat einen Gabelstapler und macht das da rein, ey. Mann, ich komm nicht raus! Ey! Wir brauchen Geld! Komm, erheb mich runter! Guck nicht so blöd, ich will nicht mehr, ich häng hier fest! Bewegst du jetzt deinen Arsch zum Händler? Hier ist ein Marshmallow, das meinen Weg blockiert! Ey, Sebi, warum liegt hier überall Schnee? Ich versteh's nicht. Besser als, dass hier überall Stroh liegt, Alter. Was geht, meine Party People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube! Wundert euch nicht, Freunde, ich bin heute noch ein bisschen verschnupft, verkühlt. Ich war nämlich krank die letzten Tage. Ich weiß auch nicht, ob das Gameplay was wird oder nicht, weil ich bin hier noch in der Aufnahme. Aber Sebi hat gemeint, er hat das ganze Gameplay nicht aufgenommen. Wenn es kein Gameplay von Sebi gibt, gibt es kein Gameplay von Sebi. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das wird nicht der dritte Teil sein, das wird einfach nur ein Zwischenteil werden. Der dritte Teil kommt 2 Wochen später. Bei wem ihr euch bedanken könnt, es ist so geil, ich meine, es ist so geil. Also, wenn Sebi ein Gameplay aufnimmt, dann schaut das Ganze so aus. Er hat einfach nur die Kamera unten in die Ecke gepackt, aber hat nicht das Game eingetan. Das heißt, er hat die ganze Zeit nur sein Facecam aufgenommen, aber nicht das Spiel. Ey, wir haben doch schon wieder Rotlichtmilieu. Ja, nein, ich habe dich neulich gefragt, warum wir hier rotes Licht haben hier drinnen. Was ist hier los? Ich habe mir gedacht, wir haben 90.000 über. Ich wollte ein paar Bienen, Domme. Ich will ein bisschen Honig anbauen, okay? Ja, mach deine Bienen, wo du sie hinbinimieren willst. Ich mach meinen Honig. Ich habe gedacht, du hast letztens schon Honig gemacht. Nein, ich habe Erdbeeren gemacht. Was ist da eigentlich, Sebi? Wer hat das letztens da so lassen, wie es jetzt ausschaut? Schrei ja nicht so rum. Da. Alter, Sebi, da unten liegen alles Ballen. Muss ich auf dem Traktor rauf machen? Ja, okay, dann machen wir das auf dem Traktor. Chat, was ist Mischration? Genial, könnt ihr mir bitte mal ganz schnell sagen, was Mischration ist? Was ist Mischration? Sebi! Oh, nee, Mann, was Chat, ist Mischration? Mischration ist gemischtes. Ich lade das da jetzt ab, weil das ist sicher... Ja, das ist verdorben. Ey, was ist jetzt Mischration? Muss ich das alles rein... Nee, ey, Sebi, du bist Stapelgabler-Experte. Wie benutzt man das Teil? AX plus BX plus C dividiert durch die Dividende des Quotienten mal Y, aber nur wenn der Vollmond auch so hoch steht, dass du dran nuckeln kannst. Ey, was machst du da? Mann, ich bin halt runtergefallen, weil mein Anhänger ist super schwer. Alter, ich hab 99,7. Dom, ich komm da nicht hoch. Ey, ich hab bis jetzt noch immer nicht verstanden, was Mischration ist. Ich stecke hier. Domme, mach bitte dieses Marshmallow hier weg. Was für ein Marshmallow? Domme, hier ist ein Marshmallow, das meinen Weg blockiert. Ich kann das nicht wegmachen. Du mach bist die drin. Dulle da weg, Alter. Ich hab keine Schaufel. Ey, Sebi, geh weg. Geh weg. Ich muss hier draus. Draus oder drauf? Domme, mein Anhänger hängt. Was ist das denn? Psst. Domme, was machst du? Was hast du jetzt eigentlich vor heute? Nichts. No joke. Alter. Ich glaube, da freut er sich drüber. Domme, ich komm hier. Domme. Wir Warum faken das ich jetzt. Mit meinem Anhänger nicht hoch, Domme? Ey, was ist denn eigentlich mit deinem Honig, Sebi? Den muss ich ja dann abbauen. Wie abbauen? A Tierflora. Der Transportwagen von Bremer ist super. So, warten Sie mal. Nee. Ich glaube, ich muss einmal kurz Ihre Reifen wechseln. Der rechte Reifen ist. Domme, was machst du hier, ey? Ich wechsle deine Reifen. Du bist aber frech, Domme. Wie kriege ich das jetzt weg? Mit einer Boah, ich fahre aber auch Digga. Wie ein Idiot, ey. Was ist hier schon wieder los? Domme, ey, ich wollte mich heute schonen. Domme, ich bin auf einem Hügel voller Ja. Und ich brauche Schön, was ist der Hügel voll mit oder was? Heb mich runter. Domme, hast du meinen Honig? Domme, was machst du mit meinem Honig? Was für ein Honig? Du hast einen Honig aufs Dach gestellt, Alter. Nee, das war ich nicht. Der spawnt da oben. Ja, heb mich mal hier runter, Domme. Was für ein Hügel ist voll mit... Ich steck auf dem Hügel voller Du musst mir helfen, bitte, ey. Das ist der Dünger, Leute. Ich lade das da jetzt ab, weil das ist sicher... Ja, das ist verloren. Domme, heb mich runter. Guck nicht so blöd. Kann ich mal bitte helfen? Ja, danke schön. Sie sind aber ein lieber Kerl. Runter oh, ich kündige. Mach deinen Hügel selber. Ja, ich weiß nicht, was sie wieder macht. Sebi spielt. Digga, ich wär nicht mehr Sebi. Ey, Sebi, was genau ist deine Mission? Sebi? Ja? Was machst du denn? Ich komm hier nicht von diesem Hügel runter, Digga. Okay, ich helfe Ihnen. Ich steck hier wie ein Dulli. So, hat dich das jetzt befriedigt? Oh, danke schön. Ich
bin unten. Was war das gerade für ein Karussell, Alter, was du gefahren bist? Meine armen Bienen, ey. Ja, könntest du bitte mal den Gabelstapler verlassen? Nur ganz kurz. Da, nimm deinen scheiß Gabelstapler, lass mich in Frieden. Dankeschön. Ja, Mister, ich mach deinen Honig weg. Ey, wie dumm, wie soll ich jetzt den Honig da oben runterholen? Wie hast denn du das wieder... Ich hab ihn weggeschoben. Tommy, sag mal, arbeitest du auch mal was oder guckst du nur zu, Mann? Ich muss meinen Honig machen jetzt hier, ey. Tommy, du hast mir den Honig so richtig bescheuert da oben hingestellt, ne? Ja, was soll ich machen? Ey, Sebi, ich brauch den Stapelgabler. Nein, du hast mir den Honig weggemacht. Du entschuldigst dich jetzt mal bei mir. Ich will ein Gedicht von dir hören, dass es dir leid tut. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Sebi, es tut mir leid, das weißt du genau. Oh, das war süß. Bitte schön, hier ist er. Und jetzt arbeite, Mann. Bandgurt anbringen. Tommy, mach keinen Scheiß! Tommy, mein Honig! Tommy? Ja? Du weißt schon, dass ich der Einzige bin, der die Kohle reinbringt. Was ist überhaupt Gras? Gras? Ja, jetzt kann ich dir erzählen, was du meinst. Warum fährst du wieder auf meinen? Ich hab hier alles angeschnallt, Tommy. Digga, ich bin nicht mal da! Was braucht. Der Traktor. Ey, Sebi, warum liegt hier überall Schnee? Ich versteh's nicht. Besser als, dass hier überall Stroh liegt, Alter. Guck mal, wie es hier regnet, Alter. Dommel, hier regnet's Geld, Mann. Der Honig-Sepp verkauft. Ach so, ja, stimmt. Was für einen Ladewagen brauche ich? Fast mieten. Okay. Und jetzt kann ich... Ey, Sebi, du bist so ein Gottloser. Geh weg jetzt. Ich muss mähen, Alter. Sebi! Ja? Ich muss den Rasen mähen. Es wäre schön, wenn du den Schnee ausmachst. Wie soll ich den Schnee ausmachen, wenn Februar ist, Alter? Domme, hast du gewusst, dass hier, wenn der Schnee ist, Domme, ja? Dann treibt sich hier ein geheimnisvolles Wesen rum. Wirklich? Ja, in Österreich gab es ja mal ein Atomkraftwerk, wirklich? Aber das wurde nicht in Betrieb genommen. Und das war Zwentendorf. Und in Zwentendorf war aber der Reaktor schon aktiv. Und Nein. hat die Tierwelt dort verändert. Und jetzt Nein. hört man die ganze Zeit im Winter, Domme. Kennst du das, Domme? Mach nochmal. Aha, ja. Ja. Das sind die Perchten. Genau. Und die kommen im Winter. Aber die machen schon, oder? Ja, die machen. Wieso läufst du da so langsam? Steckst du im Schnee oder was? Alter, meine Kühe sind tot! Mir geht's gut. Sebi, komm schnell hier hin! Die sind alle gestorben! Wer ist gestorben? Ich glaube, die Kühe sind tot. Was? Schau hier! Da, raus! Raus! Oh mein Gott, die chillen hier. Die schlafen. Ja, wahrscheinlich sieht der das aus wie die... Schau dir die Kuh an, wie die da Seiten liegt. Die ist dort. Die bewegt sich ja noch. Nein, die bewegt sich, die atmet. Steh auf! Da steht sie auf, Alter. Die ist mega tiefenentspannt. Domme, ich krieg den Honig nicht runter. Kannst du dich mal bitte beruhigen? Ich mähe gerade die Wiese. Alter, ich mach da ein richtig gutes drauf, Muster rein, Sebi. Ich mähe auch die Blumen weg, okay? Ist eh kein Problem. Nein, die Bienen brauchen die Blumen. Okay. Gottloser Goblin, ey. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Honig? Domme, gucken wir uns nicht an, ey. Da wäre ich wieder wahnsinnig, ey. Sebi, sag mir eine Form. Ich mähe sie dir hier rein. Mach einen großen, fetten Schlong. Ey, ich hoffe, das triggert dich extrem jedes Mal, wenn du Bienen sammeln gehst. Domme, wann hört denn das mit dem Honig auf? Jedes Mal, wenn ich einen Honig raufmache, kommt ein neuer Honig, Alter. Sebi, bitte geh lieber auf die Erdbeeren. Die geben mehr wie dein Kack-Honig. Ich schwör's dir. Du kannst aber auch eine Bäckerei kaufen. Dann geht das schneller, glaube ich. Das ist mein größter Traum, Alter. Ich will Honig-Erdbeeren verkaufen, Domme. Erdbeermarmeladebrot mit Honig? Fahren damit, oder? Mann, ich komm nicht raus! Ey, Domme, ich sabbel dich mit Honig voll. Du wirst gehonigt. Domme, mach keinen Ich bin der Honiglieferant! Wisst ihr, an was mich das erinnert? Kennt ihr bei Cars die Kühe, wenn man hupt und sie umfallen? Genau so liegt Sebi gerade da, wie eine umgefallene Kuh. Ey, Sebi, du hast einen Honig vergessen. Ja, wie soll ich denn nehmen, wenn der Gabelstapler liegt? Oh, ey, Sebi. Was macht Sebi da hinten? Irgendeinen Schwachsinn hat Sebi wieder gemacht, ich schwör's euch. Ey, das ist doch... Ey, Sebi. Sis. Sebi, ich glaube, du hast einen Honig verloren, kann das sein? So, wir fahren jetzt mal hoch und geben den Kühen da mal ein bisschen Gras. Das war alles dumme Schuld. Wie lade ich das jetzt ab? Ey, warum ist Gesundheit bei null bei denen? Alter, meine Kühe sind tot! Ja, das müsste ich echt mal einen Tierarzt ansehen. Ich krieg Kopfschmerzen, Domme, mit diesem Honig. Sebi, hast du Gras? Ich brauch Gras jetzt, Ich brauch Gras. Ey, Sebi, hier liegt überall dein Honig. Cool, guter kann Sherlock Holmes, Alter. Mach eine PowerPoint-Präsentation drüber, Alter. Also, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie sich hier versammelt haben. Auf der Weide, zwischen der Hauptstraße und der Nebenstraße, meine Damen und Herren, sehen Sie hier den liegenden Honig.
Ich weiß nicht, ob sie in der Schule aufgepasst haben. Der Honig sollte normalerweise nicht neben der Straße liegen, außer man hat ein Ladeproblem. Wie in diesem Beispiel, der Sebastian hatte hier ein Ladeproblem. Wie umgehen wir das Ladeproblem? Am besten immer daran denken, wenn sie Honig liefern, bitte, bitte, ganz wichtig, den Honig mit dem Ladegurt oder dem Spanngurt befestigen. Ich hänge jetzt seit 2 Monaten dran, diesen Honig zu verkaufen. Ey, Sebi, sogar hier liegt der Honig. Was machst du denn? Oh. Ey, Sebi, ich leg den Honig hier in die Wiese. Ist eh kein Problem, oder? Dommel, sprich mich jetzt die nächsten 10 Minuten einfach nicht an. Warum gibt es Achsen, Domme? Sollen wir mal schauen gehen, Chat, was er macht? Nein, Domme. Mach dich nicht über mich lustig. Wo ist er überhaupt, Sebi? Wo bist du denn? Wer parkt denn hier sein Auto, ey? Wir fahren hier so gerade durch. Musst du da einparken, oder was? Ich steck hier fest. Wo musst du hin? Ich komm nicht mal hier raus. Ja, da, geh hinter dir. Links von dir. Gerade, links, links. Hier muss ich rein. Ja, da muss ich hin. Da musst du rein. Ja, ja, gratuliere. Da muss die Ladefläche hin. Gratuliere. Wie, Domme, wie? Erklär's mir. Lass mich mal ey, mathematisch denken, bitte. Domme. Ich muss das berechnen gerade. Ich dreh durch, Mann. Hör auf meinem Honig rumzulaufen, Domme. Domme, fahr du. Fahr du jetzt mal. Mach du das jetzt. Wenn Domme das jetzt First Try macht, gehe ich offline. Also Sebi, ich weiß ja nicht, wo das Problem ist. Hier hast du deinen verschissenen Honig! Er soll mal hier raus aus dem Traktor. Ey, ich muss hier rein. Ja, du brauchst gar nicht wegfahren, Sebi. Du brauchst gar nicht wegfahren. Hast du das gesehen, wie ich das gut gemacht habe? First try, Sebi? Das hast du toll gemacht, jetzt Domme. Sagst du das mal gar nicht mehr. Gemacht. Steig ich aus jetzt! Ey! Du bist so ein Assozialer. Hey. Ich gehe jetzt erstmal in die Kirche beten, ey. Diese ganzen Flüche, die ich dir an den Hals gewünscht habe, die muss ich wieder wegkriegen. Warte mal kurz. Hey, Sebi. Wo ist denn hier der Eingang, Alter? Herr Pfarrer, mach uns die Tür auf. Hey, hier liegt aber überall noch Honig, gell, Sebi? So. Lade auch. Alter, das sieht doch geisteskrank gut aus. Ihnen, warte, dann machen wir da jetzt noch Heu rein. Ganz richtig brutal viel Heu. Ach, kaufen wir jetzt 8 davon. Siloballen brauchen wir auch. Haben wir ein Feld? Nee. Alter, Sebi, ich hab was für dich. Domme, das Feld 23, gehört das uns? Uns gehört, glaube ich, gar nichts mehr, Sebi. Ey, Sebi, hier liegt überall Honig in der Wiese. Wie soll ich meinen Rasen... Lass mich mit dem Honig in Ruhe. Domme, ich kaufe uns mal den maximal 3 Till, Alter, okay? Was willst du kaufen? Den mieten wir an. Ey! Ja, was? Was mit dem Autofahrer? Keine Ahnung. Sebi! Ja? Da ist ein Geschenk für dich. Ein Geschenk für mich? Ja, das Binke. Warte kurz. Warte kurz, ich fahr weg. Warum haben wir überhaupt nur 42.000? Nur? Ja, weil du immer ausgibst. Alter, ich kauf doch gar nichts. Sebi, siehst du das Geschenk? Domme, wir müssen Feld kaufen. Kauf. Wie denn, wenn wir keine Kohle haben, Alter? Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich zaubern, oder was? Domme, das kostet alles Unmengen an Kohle. Ich komm, Kredit aufnehmen. Ey, ich sehe hier deine Bienen, wie sie rausfliegen, Sebi. Mach das weg. Lass meine Bienen in Ruhe, Mann. Kannst du dich erinnern? Ich habe am Anfang ein Feld gekauft. Was hast du gesagt? Das ist alles deine. Ich will nur Erdbeeren machen. Ja, und warum hast du das Feld verkauft, ey? Ja, weil es verrottet war. Egal. Wir brauchen Kredit, Mann. Wir können uns nichts mehr ausleihen, ey. Wem willst du dir denn was ausleihen? Von deiner Tante? Domme, wir müssen die Zeit... Können wir die Zeit mal super schnell vergehen lassen, dass wir viel Kohle reinkriegen? Ey, kannst du keinen Kredit aufnehmen? Nein, ich habe schon maximal einen Kredit aufgenommen für das Windrad, das wir gekauft haben. Du hast einen Kredit aufgenommen fürs Windrad? Ja, 500.000 haben wir aufgenommen fürs Windrad. Wo nimmt man denn Kredit auf? Domme, das geht nicht. Lass die Zeit vergehen, bitte. Sebi, es ist alles im Minus. Domme, lass jetzt die Zeit vergehen, dass wir Geld haben. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Domme, lass uns schlafen. Geh schlafen. Lass schlafen gehen. Es ist Tag, Sebi. Du kannst am Tag nicht schlafen. Nein, wir müssen schlafen. Ey, ich muss das da fertig machen. Ja, wir müssen schlafen, Domme. Schlafen, schlafen, schlafen. Die ganze Zeit. Wir brauchen Kohle. Schlafen, schlafen, schlafen. Okay, 66.000. Nochmal. Nochmal schlafen, Domme. Nee, Alter, meine Kühe! Wir haben schon, Mann. Okay, wir sind schon im Juni. Lass nochmal peilen. Wir haben es gleich, Domme. Gleich haben wir ein Feld. Ey, Sebi. Wir müssen jetzt hier richtig krass Kohle machen, Domme. Ich schlafe jetzt nicht nochmal. Du kannst mich am Arsch schlecken. Nein. Alter, das ist gerade der Ladeprofi. Siehst du das? Mich in Ruhe. Ins Bett, Domme. Ich brauche Geld. Ich kann jetzt nicht ins Bett. Ich habe eine Mission. Wie er vor der Haustür steht. Nur weil du vor der Haustür stehst, heißt das nicht, dass es irgendwie besser wird, Sebi. Meine armen Kühe haben nur die ganze Zeit Hunger, weil du die ganze Zeit schlafen willst. Jetzt lass mich. Jetzt schlafen, Domme. Du musst schlafen. Ich kann hier ein Land kaufen. Nee, ich nicht. Yes, das habe ich schon Land. Probiert. Okay, wir fahren zu 42, Leute. Let's go. Domme, jetzt kannst du wieder machen, was du willst. Jetzt bin ich glücklich. Wir haben 2000 Euro. Alles ist gut. Machen da alles rein und dann melken wir die Kühe. Ey, das kriege ich jetzt aber mit dem Gabelstapler nicht mehr rein, oder?
Ja, Dame. Würde mich belasten. Um was geht's? Teleskoplader oder Frontlader? Teleskop ist was für Astronauten. Ja, was brauche ich? Mann, ich habe keinen Bock mehr auf die Rotze. Wirklich nicht. Dame, ich du musst es machen. Du musst saisonales Wachstum rausmachen. Alter, Dame. Ich werde gleich saisonal dir ins Gesicht fahren, Alter. Ja, bitte, aber mach währenddessen saisonales Wachstum aus. Sebi, ich habe jetzt eine halbe Stunde mit dem scheiß Teleskoplader die verdammte Rotze in diesen Hänger reingeladen. Und jetzt kann ich diese Scheiße nicht in meinen verdammten Kuhstall abladen. Was bringt mir das jetzt? Am besten ist, wir machen uns jetzt einen Zettel und schreiben das da drauf. Und dann werfen wir den Zettel ins Feuer und verbrennen alle unsere Sorgen. Am Arsch lecken. Wir verbrennen gleich den ganzen Stall. Jemand will mit seinem Traktor über dein Haus fahren, wenn du nicht einstellst bei mir, dass saisonales Wachstum aus ist. Sebi, weißt du, was ich weiß? Was? Dass ich keine Lust mehr habe. Sebi, hast du den LKW verkauft? Ja, da war er nur gemietet. Dominik? Was? Kannst du bitte den saisonalen Wachstum auch machen? Wo? In Einteilungen. Wo? In Einteilungen. Saisonalen Wachstum. Auch machen. Das ist an. Auch machen. Auch. Pflanz, was du pflanzen willst. Lass mich in Frieden. Dome, ich brauch den jetzt. Bitte mach keinen Blödsinn. Es tut mir leid. Egal, was ich getan habe. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holladi, holladi, hollada. Wie hole ich mir jetzt die Milch von der Kuh? Davor, da mit seinem Traktor. Mitten übers Feld. Wie habe ich das geschafft? Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wie verkaufe ich das, Chat? Wenn ich das noch öfter sehe, ich schwör's euch. Ich krieg wirklich einen Anfall. Raus. So, jetzt ist alles weg. Und wenn mich noch einmal wegen dieser Kackkühe anfackt, es reicht mir jetzt. Dame, wo hast du... Wo, Digga? Aber das Windrad ist noch hier, oder? Ich verkaufe alles. Ey, Sebi, ich denke jetzt an dich und ich platziere jetzt was für dich, okay? Wir machen was anderes, Chat. Das ist ganz einfach. Das kann nicht schwer sein. Sebi, kommst du jetzt bitte zum Händler? Gleich, ich muss dir noch meinen Honig flippen, Alter. Komm zum Händler jetzt. Alter, ich bin so gut im Honig flippen, Alter. Ich habe das Game entwickelt, Alter. Bewegst du jetzt deinen Arsch zum Händler und spielst nicht Bottleflip mit dem Honig? Ich habe das richtig gut gemacht gerade, Dome. Ich bin da, Dome. Ich bin beim Händler. Was brauchen wir jetzt? Was müssen wir machen? Die Dings auf dem Hänger laden. Die Sachen, was da drüben stehen. Dome! So, ich lade das jetzt. Was ist das hier überhaupt, Dome? Da sind Hühner drin. Da sind Hühner drin? Das ist doch unmenschlich. Die armen Hühner, ey. Okay, wie kann ich die Hühner transportieren, ohne dass sie Schaden kriegen? Das erste Hühnchen kommt drauf. Da ist Futter drin, Dome. Da sind keine Hühner drin, ey. Hey, lad das gescheit auf. Ich verliere das. Hab ich habe super ordentlich aufgeladen. Ah, das ist voll! Wir müssen das dann den Hühnern zum Essen auch geben, gell? Also du musst... Ich dachte, da sind Chicken Nuggets drin. Sebi. Wenn's runterfällt, bist deine Schuld. Sebi, das fällt jetzt schon runter. Pack das Raum, es ist schon runtergefallen. Dome, ja, schau Dome, mal. Das alles auf. Jetzt lad das doch gescheit auf den Hänger. Die Hühner werden bis zum Bauernhof nicht überleben. Fahr du halt mal ordentlich. Ja, meine verdammten Idioten, da die Bauern. Schaffen sie nicht, mein Futter abzuladen. Sebi, jetzt beeil dich, der muss in die Firma. Der ist schon ganz nervös. Oh, du nimmst mich mit, Dome. Warte kurz. Nicht fahren. Ich hänge hier irgendwie fest. Fahr jetzt einfach. Ja, fahr. Ist doch egal. Ich kann nicht. Ich schiebe einfach hinten mit an. Habe ich dich mitgegurtet? Ich hab dich mitgegurtet. Ja, du hast mich angegurtet, Mann. Okay, warte. Ey, das stimmt. Du hast mich festgegurtet, Dome. Ich mag nicht mehr. Ey, Sebi. Da ist die Zange an dir dran. Was ist das dann hier? Das ist ein Rabe. Sebi, kommst du mal her, bitte. Sebi, komm mal bitte zu mir. Die Krähen verscheuchen. Dom, ich muss auf dem Feld stehen. Ich muss Vogelscheuche spielen, Alter. Ja, dann habe ich was verloren, egal. Was, du hast was verloren? Dein scheiß Futter, Alter, was du mir auf die Motorhaube getan hast, habe ich verloren. Erstens ist es dein Futter. Zweitens habe ich dir nichts auf die Motorhaube gepackt, sondern oben. Ich kann das nicht mehr, ich schwör. Dom, du hast dir Hühnchen fallen lassen. Wie geht denn das jetzt? Ja, da passiert nichts, Sebi. Was? Wie fütter ich diese verdammten Hühner? Oh, guck mal, wie süß, wir haben Hühner, Dom. Ja, aber ich gekauft. Ein Feini. Ey, Sebi. Sebi, kannst du bitte das mal abladen? Schau mal hier. Sebi, schau mal, wer bei deinen Erdbeeren ist. Was bei meinen Erdbeeren? Hey, gehst du raus da? Gehst du raus? Schwind, Digga. Der kommt jetzt aber hier sofort. Digga, heute Abend gibt's Hundesuppe. Ich sag's dir, Mann. Mach du das. Lad das ab und stell das geordnet hier hin. Du willst damit jetzt deutlich ausdrücken, dass du meine Hilfe brauchst, weil ich so gut bin und so kompetent. Kannst du das geordnet hier hinstellen, wo ich gerade stehe, Sebi? Nicht da rein! Oh, du hast das Huhn erschlagen. Ich hol's wieder raus. Warum ist hier eine Pfote? Was bringt mir die Pfote? Da kannst du Chicken Nuggets anbauen. Ey! Leg ein Ei! Das Geborke von den Hühnern macht mich ja seelisch fertig. Ey, lad doch das ab! Was soll ich abladen? Das Essen! Ach,
Ist das eigentlich Bodenhaltung oder Freiraum, Dinge? Ja, Freiraum ist es. Freiraum, Reh. Freiraum. Sag mal, wir haben Eier. Haben wir Eier? Ja, wir haben Eier. Jetzt hat er es noch immer nicht geschafft. Weißt du, er hat es bis jetzt noch immer nicht geschafft. Ich gebe mein Bestes, Tom. Du weißt, dass ich psychisch überfordert bin. Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nettes Kommentar da lassen. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Tschüss, ciao, reingehen. Wiedersehen.